Mein Name ist Hartmut Sieg und ich habe heute einen Impuls zum Thema Angebotsmanagement oder um es präzise zu sagen, einen Teil daraus, nämlich müssen wir eigentlich ein Angebot erstellen und wenn ja, was für ein Angebot müssen wir erstellen? Und am Ende des Videos würde ich Sie ganz gerne mal bitten, Ihre Angebote der Woche so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ob das immer so zielgerichtet war. Was ist die Kernaussage? Ich behaupte, dass wenn wir eine Anfrage bekommen von einem Kunden, der sagt, ich hätte gerne mal ein Angebot von Ihnen dazu, könnten Sie mir mal ein Angebot dazu unterbreiten, dann haben wir grundsätzlich 4 verschiedene Möglichkeiten, auf diese Bitte zu reagieren. Und in der Praxis erlebe ich, dass wir gerade mal eine von diesen 4 kontinuierlich und schnell und jeden Tag ziehen. Die 4 Möglichkeiten im Überblick. Nummer 1. Wir erstellen gar kein Angebot. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn Sie einen Kunden haben, der zum 25. Mal angefragt hat und zum 24. Mal schon in der Vergangenheit abgesagt hat und es ist jetzt das Angebot 25, macht es wirklich Sinn? Und manchmal reden wir uns das Leben dann selber schön, indem wir sagen, ja, es ist ein strategisches Angebot, wir müssen es abgeben, um dran zu sein, um sichtbar zu sein, etc. Alles nett, aber fragen Sie sich mal selber, wie viel Aufwand müssen Sie wirklich investieren, um so ein Angebot zu erstellen? Das ist gerade jetzt diese Woche bei einem Kunden passiert von mir. Da müssen wirklich auch Sonderartikel extra dazu wieder eingekauft werden. Also der Einkauf ist eingebunden. Es ist ein Heidenaufwand. Ungefähr einen Manntag spendiert man da rein, um Angebot zu erstellen. Und man weiß eigentlich schon vorher, dass es nichts wird. Also doch lieber die Energie auf die richtigen Projekte lenken. Variante 2. Es ist ein Budgetangebot. Gerade jetzt um diesen Zeitraum, das Video wird so im Zeitraum September, Oktober gedreht, haben viele Unternehmen ihre Planung für das nächste Jahr laufen. Das heißt, es werden die Budgets fürs nächste Jahr festgelegt. Beispiel, ein Kunde ruft bei mir an und sagt, Mensch Sieg, sag mal, nächstes Jahr, wir wollen nochmal 20 Trainings zum Thema XY machen. Was muss ich denn da so ungefähr einplanen? Könntest du mir dazu mal ein Angebot fertig machen? Und ernsthafte Frage, brauche ich wirklich ein Angebot? Oder reicht eine kurze E-Mail mit einer Abschätzung zu sagen, Mensch, bei 20 Tagen Training oder 20 Trainings rechne mal so ganz grob mit. Wenn du das im Budget drin hast, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und das reicht ihm. Muss ich da jetzt 3 Stunden wirklich en detail das alles ausarbeiten? Nein, muss ich nicht. Variante 3, das Standardangebot. Kunde hat schon Leistung bei mir eingekauft und sagt, Mensch Sieg, ich brauche jetzt eigentlich nur das nächste Training. Aber um das abrechnen zu können, um das im Unternehmen durch die Prozesse durchbringen zu können, brauche ich ein Angebot. Das heißt ganz klassisch kurzknackig, ohne viel Aufwand, Standardangebot, Seminar, wie die letzten 3 auch, angeboten zum Preis von Durchführung am fertig. Kurz, schnell, knackig. Und jetzt gibt es die Variante 4. Ganz wichtig, das Extra-Meile-Angebot. Es geht um ein wichtiges Projekt, eine wichtige Anfrage und Sie wollen es gewinnen, aber mit so einem Standardangebot kommen Sie definitiv nicht zum Erfolg. Und was meine ich mit dem Standardangebot und Extra-Meile-Angebot? Achten Sie nur mal auf Ihr Anschreiben. Ist Ihr Anschreiben wirklich kundenindividuell maßgeschneidert auf den Kunden ausgerichtet? Wird das Angebot vielleicht auch dann mal wieder richtig auf Papier ausgedruckt, dem Kunden gebunden zugeschickt? Auch das ist wieder, auch in Zeiten von E-Mail mittlerweile ganz modern und ein Differenzierungsfaktor. Übergeben wir das Angebot persönlich? Präsentieren wir unser Angebot dem Kunden? Fragen wir vielleicht 2-3 Mal auch während des Angebotsprozesses nach beim Kunden, um unser Interesse auch zu bekunden? Also das heißt, wir spendieren hier wirklich extra Aufwand, um dem Kunden auch die Wertschätzung gegenüber aufzuzeigen. Und wenn Sie diese Differenzierung mal nehmen, nochmal alle 4 im Überblick, kein Angebot, Budgetangebot, Standardangebot, Extra-Meile-Angebot. Wie sieht es bei Ihren Angeboten in dieser Woche aus? Waren alle Angebote wirklich im richtigen Format? Oder hätten Sie auch an der Ecke durchaus ab und zu mal Nein sagen können, vielleicht sogar müssen, und dafür lieber beim anderen Angebot die Extra-Meile gehen? Können, sollen, müssen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Angeboten. Machen Sie es gut, Ihr Hartmut Sieg.